Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe heute wieder ein kleines Experiment für euch mitgebracht. Die Sachen, die man dafür braucht, habt ihr bestimmt zu Hause. Einfach ein bisschen Milch, Lebensmittelfarbe, ein Klecks Fit und einen einfachen Ohrpieker, so ein Q-Tip. Genau. Ja, und dann geht das ganz simpel weiter. Dann sucht ihr euch eine Farbe aus, beziehungsweise mehrere Farben aus, die ihr verwenden wollt und träufelt jeweils eine Farbe in eine Ecke und ihr kennt das, ich spule wie immer einmal vor. Dann passt mal auf, was gleich passiert. Also ihr taucht das Stäbchen in das Fit hinein und dann springt die Farbe plötzlich davon und zerfließt auf der Milch. Wow! Das ist natürlich keine pure Zauberei. Dann, das liegt einfach an der Oberflächenspannung und dem Fettgehalt der Milch. Das verhindert nämlich, dass sich die Farbe am Anfang mit der Milch mischen kann. Und wenn man dann ein bisschen Spülmittel dazu gibt, dann bricht das diese Oberflächenspannung und die Flüssigkeiten vermischen sich miteinander. Beziehungsweise man sieht das ja auch, dann bildet die Farbe so schöne Spiralen. Es sieht aus, als würde sie davon springen. Probiert das doch gerne einmal zu Hause selber aus. Und schaut euch an, was man für schöne Farbkombinationen damit machen kann. Ich male jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ihr könnt mir natürlich gerne auch dabei zuschauen. Aber Achtung, vielleicht mache ich dabei wieder komische Geräusche. Ich habe euch gewarnt. Also, wenn euch meine Geräusche gefallen haben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von meinen Experimenten und von meinen Tests sehen möchtet, dann abonniert mich hier auch gerne.